Für uns ist der letzte Teil unserer Schwedenreise angebrochen. Wir fahren vorbei an wunderschönen Flüssen und Wäldern in Richtung Fulufjället Nationalpark. Dort erwartet uns nicht nur ein imposanter Wasserfall, ebenso haben wir die Chance, einen ca. 9500 Jahre alten Baum zu sehen. In den Tagen danach finden wir endlich unsere ersten Rentiere, bevor das Wetter uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht und wir an unserer Reise zweifeln. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden, um hier ein paar Aufnahmen zu machen. Und eigentlich sollte es bewölkt sein, aber es ist richtig geiler blauer Himmel. Und ja, was draus geworden ist, seht ihr jetzt selbst. Schaut ja gar nicht nach viel Regen aus. Oh, bei dem Regen, ey. Gott sei Dank laufen wir nur heute 8 Kilometer. Also mal gucken, bei dem Regen wird es eine kleinere Wanderung, glaube ich, weil wir sind ja dann der komplett nass. Und heute ist noch der bessere Tag, also morgen soll es noch mehr regnen. Ah! Am Rand, oder? Sind wir wohl die nicht die einzigen im Nationalpark? Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt angekommen und werden jetzt dann auch die Wanderung machen zum Wasserfall, ist heute geplant, bevor es dann morgen auf die Hochebene hochgeht. Der Fulufjället Nationalpark steht seit 1972 unter Naturschutz und wurde im Jahr 2002 zu einem Nationalpark ernannt. In diesem befindet sich der höchste Wasserfall von Schweden, der Njupeskär. Er zählt als einer der beliebtesten Attraktionen im Nationalpark und misst eine Höhe von 125 Metern. Man sieht, man ist auf einem sehr erschlossenen, im sehr erschlossenen Nationalpark, aber es ist echt super schön. Wasserfall ist richtig geil. Der Wasserfall ist. Keine Ahnung, was der Wasserfall ist. Ich darf nicht mal geil sagen.
Wir sind von der Wanderung zurückgekommen. Es waren jetzt insgesamt knapp 4 Kilometer. Es war so viel los, aber das seht ihr. Und ich habe jetzt gerade die Untertitel hier noch gemacht, weil wir mit dem Internet teilweise echt schwierig Empfang haben. Und Tobi war noch mit Rio jetzt eben noch mal kurz draußen. Jetzt verlassen wir den Nationalpark. Hier darf man über Nacht nicht schlafen und wir fahren jetzt auf Plätze davor. Da, schau, da steht eine Ilse. Ach geil, in Florida. Wow, die haben immer Kiese und Sandbleche. War keiner drin, oder? Nee. Wir sind jetzt wieder am Parkplatz angekommen vom Full of Violet und gehen jetzt zu einem alten Baum. Sehr alten Baum. Und schauen uns den an. Und heute Nacht war es kurz davor, dass wir die Standheizung wieder angemacht haben, weil es echt wieder kalt wird. Also ich glaube, wir haben jetzt tagsüber heute 8 Grad und abends 5. Hm. Und ja, das beeinflusst auch unsere weitere Planung, weil wir gerade schon wieder am Umschwenken sind, weil wir einfach keinen Bock mehr auf die Kälte haben. Wir haben den ganzen Winter die Kälte gehabt. Wir wollten eigentlich noch nach Norwegen, aber naja, da wird es ja eher schwieriger statt besser. Wir überlegen jetzt einfach noch ein bisschen Mittelschweden anzuschauen und dann einfach langsam wieder runterzufahren. Aber so wie es ausschaut, haben wir jetzt genau die Lücke zwischen den Menschengruppen erwischt, weil wir gerade allein unterwegs sind. Aber es ist halt auch leicht regnerisch und arschkalt. Also unter der Regenjacke haben wir noch andere Jacken an. Oh. Danach freuen wir uns immer, dass wir das gemacht haben. Gerade nicht. Meistens. Ja, wir gehen denselben Weg wie gestern, zumindest den ersten Teil. Und am Schluss müssen wir irgendwann abzweigen, aber der Baum ist noch gar nicht ausgeschildert. Deshalb hoffen wir einfach, dass wir es finden. Kurz vom Wasserfall sind wir jetzt abgezweigt und seitdem sind wir auch alleine unterwegs. Aber der Weg ist auch nicht so offensichtlich, aber da hinten ist der Wasserfall. Ich glaube, wir gehen jetzt da hoch. Und jetzt ist natürlich genau ein Tropfen auf die Linse gekommen. So. Uah. Da hinten ist der Wasserfall. Alter. Und wir haben jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 140 Meter ordentlich Höhenmeter gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da unten ist eine hölzerne Brücke. Vom Weg her wird es kaum weiter als 150, 200 Meter gewesen sein. Aber in der Zeit sind wir hier hochgelaufen. Sind wir aber gleich oben auf der Hochebene hier, wo dann auch der Baum ist. Wir sind jetzt am eingetragenen Fotopunkt. Und ja, man sieht eigentlich nicht mehr, wie gerade eben schon. Man hat halt den Blick auf die Felswand und auf die Ebene oder die Waldfläche hier unten drunter. Gehen wir mal zu dem Infopunkt da oben und hoffen, dass hier irgendwo mal der Baum ausgeschrieben ist, weil im Internet gab es ihn auf der Karte und im Nationalpark selber war der nicht mehr eingezeichnet auf der Karte. Deshalb hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir den da oben finden. Ich hoffe mal, versteht es überhaupt mit dem Wind? Das erste Schild überhaupt in dem Park. Wir gehen jetzt zum Old Chico oder Chico, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber noch 1 Kilometer und dann sehen wir diesen sehr, sehr alten Baum. Und was ich wirklich blöd finde, erstmal war es nirgendwo angeschrieben. Wir haben schon mit Navigator, einer ganz anderen App, uns nur ausgemalt mit der Karte im Park. Und dann war ein Weg, wo es schon hieß, nicht im Regen. Genau den gehen wir gerade, glauben ja, wir. Weil es die ganze Zeit hier auf den Steinen hin und her geht. Ja, ganz toll. Es ist super rutschig. Aber, ja. Aber wir sehen den Baum. Ja. Der ist an die 10.000 Jahre alt, angeblich. 9.500, noch was. Ja. Ja,
gucken, wir haben das Ziel da vorne schon erreicht. Man erkennt es ganz dezent an den ganzen neuen, ich weiß nicht, ob es Bänke oder Absperrungen sind. Auf jeden Fall ist da ein Baum scheinbar umzingelt. Da vorne. Oh, der Wind geht einem auf den Sack, echt. Alter. Der Wind geht so auf die Nerven. Ah. Der Baum Olchiku wird auf ein Alter von 9550 Jahre geschätzt. Dabei handelt es sich nicht um den sichtbaren Baumstamm, der das Alter der gemeinen Fichte haben soll, sondern um das Wurzelsystem. Forscher haben das Alter durch die Radiokohlenstoffdatierung ermittelt. Die analysierten Wurzelsysteme sind zwischen 375 und 9550 Jahre alt. Und wie so oft bei uns sind wir jetzt gerade auf dem Rückweg, beziehungsweise wir sind gerade gestartet zum Zurückgehen, und das Wetter reißt auf. Auf einmal hat man wirklich Aussicht hier. Und ja, das ist mal wieder typisch, oder? Jetzt sind wir wieder im Auto angekommen. Kurz davor hat das Regnen wieder angefangen. Und jetzt verbrauchen wir den letzten Teebeutel von uns. Danach gibt es noch griechische Kräuter oder den türkischen Tee. Und ja, hier lassen wir dann auch den Tag ausklingen, weil beim Regen werden wir heute nicht mehr so viel machen. Der Tee ist fertig und ich schenke ihn jetzt ein, weil meine Hände sind Eiszapfen noch. Ja, sind sie. Ich bin echt froh, dass wir heute Morgen schon das Wasser gekocht haben, dass der Tee einfach so schnell fertig ist, weil meine Hände wirklich eiskalt sind. Ah. Zu heiß? Heute geht es für uns weiter, und zwar Richtung Idre. Wir verlassen jetzt den Fulufjellet Nationalpark, oder wir sind eh schon kurz davor, weil man da drin über Nacht nicht stehen darf, und werden ein paar Besorgungen machen und dann wahrscheinlich zu einem Platz fahren am See. Und hoffen, dass das Wetter sich langsam wieder in die richtige Richtung bewegt. Oh ja. Du kannst nicht erwarten, dass es endlich wieder wärmer ist. Ich bin jetzt extra heute Morgen um ja, kurz nach 4 aufgestanden, um die Tiere zu sehen. Die nicht existenten Tiere, was ich langsam glaube. Ich habe eine Fliege gehört und sonst. Ich bin jetzt hier so eine halbe, dreiviertel Stunde draußen. Das ist so krass. Ameisenhaufen gibt es noch. Aber das war's dann auch. Das ist echt deprimierend, wenn man die Tiere sehen will. Das Positive ist, dass ich zumindest die Natur bei dem Licht hier nochmal sehen durfte, und soeben sehe ich auch mein erstes größeres Tier. Da hinten ist eine Ente. Oh, es sind 2 Enten.
Und gerade morgens sind die Seen hier so krass ruhig. Also sobald morgens und abends hat man meistens Windstille. Und sobald das ist, ist die Spiegelung unglaublich hier. Das habe ich in Deutschland seltenst gesehen, vielleicht mal beim Bergsee, aber sonst wüsste ich es jetzt nicht, dass sich es wirklich 1:1 spiegelt. Die letzten Tage waren wir jetzt bei Idre in der Nähe und zwar haben wir da zum einen die Hochebene angeschaut. Die Hochebene ist so schön und der Blick ist einfach atemberaubend. Echt. Wir wollten es ursprünglich fast nicht machen, aber es hat sich gelohnt. Und wir haben endlich Rentiere gesehen. Das haben wir uns immer davor, oder wir haben uns immer beschwert, dass wir keine sehen und auch keine Elche. Und jetzt haben wir endlich Rentiere gesehen. Auch wenn die ersten waren eingesperrt, beziehungsweise hatten ein riesen Areal, aber waren halt hinterm Zaun. Und danach haben wir aber auch dann wirklich Wilde gesehen. Wir sehen unsere ersten Rentiere in freier Wildbahn. Hier auf der Straße. Okay, so frei waren sie doch nicht. Das erste hatte ein Halsband. Und ab jetzt fahren wir eigentlich wieder Richtung Süden, weil jetzt schon bald wieder unsere Fähre zurückgeht. Und dann beginnt ja unsere Vorbereitungszeit auf Kanada, Amerika im Allgemeinen. Bevor wir jetzt weiterfahren, prüfe ich hier noch den Luftdruck, weil hinten rechts haben wir gestern schon gesehen, dass der Reifen ein bisschen platter ist wie hinten links. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen Luft reinmachen müssen. Dafür haben wir ja unseren kleinen Luftkompressor. Wo ich gerade sehe, dass der Akku ja noch an der Ladung hängt. Das heißt, den hole ich jetzt und dann pumpen wir den Reifen ein bisschen auf. Weil der schaut schon ein bisschen platt aus. Nur ein bisschen. Und wie es ausschaut, haben wir aktuell 3,1 Bar. Und normalerweise haben wir meistens so zwischen 3,5 und ja, 3,8 drin. Machen wir auch ein bisschen von Straßen und allem abhängig. Ja. Wir haben jetzt den Reifendruck aufgefüllt und das sollte jetzt auch auf jeden Fall bis zu Hause passen. Ja, ich denke, dass es einen Unterschied gibt zwischen, also auf der Hauptstraße wird es nicht viel sein. Oh Mann, wir haben schon wieder das beschissenste Wetter überhaupt. Es regnet, es soll die nächsten Tage nicht wirklich besser werden. Es wird wieder kalt, also ich habe schon wieder meinen Fleece-Pulli an und wir überlegen gerade, ob wir die Fähre umbuchen und früher nach Deutschland fahren sollen. Weil, also natürlich, Wetterprognose ist auch uns miserabel, wir haben wieder ständig Stromprobleme, wir sind einfach ein bisschen genervt davon. Ja. Jetzt war es mal wieder gut, davor hatten wir wieder 5 Grad. Und dann haben wir noch erfahren, dass mein Papa, wenn wir kommen, genau an dem Tag, wo wir kommen, auf Tour gehen wird und das heißt, wir werden uns von den ja über etwas über einen Monat, wo wir da sind, nicht mehr wirklich sehen. Also das ist
bescheuert. Und eventuell wird die Kur verlängert, je nachdem. Und wir wollen natürlich unsere Families auch richtig sehen in der Zeit. Ich glaube, wir fahren gleich mal auf den Parkplatz, überlegen, ob wir umbuchen können, ob das so einfach geht. Und ja, und dann wäre es halt cool, wenn wir meinen Papa noch ein bisschen länger sehen könnten. Genau, so sind unsere Gedanken gerade. Wir haben mittlerweile 5:30 abends, stehen noch immer hier an dem Platz, weil es nach wie vor schüttet wie aus Eimern. Und ja, wir wissen noch immer nicht genau, was wir machen. Wir wollten eigentlich die Fähre umbuchen, damit wir dann früher zurückkommen ins Warme und zu Sarahs Papa. Aber wir können nicht umbuchen, weil wir keine Flex-Option haben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich neu buchen. Wir versuchen es jetzt gerade über den Support, ob man vielleicht doch umbuchen könnte. Aber es schaut alles schlecht aus. Egal, ob wir direkt über die Fährgesellschaft gehen oder über Direct Ferries. Und ja, wir müssen jetzt dann eben schauen, wie wir das machen. Also wir tendieren dazu, dann eine Einzelfahrt zu buchen wahrscheinlich, wenn das Wetter wirklich so bleibt, weil wir wollten halt jetzt eigentlich wirklich an den Plätzen dann einfach länger stehen und das warme Wetter am See und so genießen. Aber wenn es jetzt nur regnet, hat es einfach keinen Sinn. Und zu Hause haben wir echt viel zu tun am Auto und auch so die Vorbereitung für die Panamericana ist echt einiges. Und da wird es uns definitiv auch helfen, wenn wir am Ende eine Woche früher vielleicht zu Hause sind und die Zeit einfach wirklich intensiv nutzen. Weil hier haben wir jetzt wieder mal, wie so oft, das Stromproblem nach wie vor. Wir können kaum was laden, solange wir stehen, weil es einfach zu dunkel ist. Und ja, zu Hause wartet schon ein Teil zumindest von der Batterie, die wir dann im August zusammenbauen, damit wir endlich keine Stromprobleme mehr haben. Und ja, deshalb warten wir jetzt mal ab, was noch bei den Supports rauskommt. Und dann ja, buchen wir im Notfall wahrscheinlich um. Zumindest ist das aktuell unser Plan. Ja. Sag, jetzt habe ich so lange geschlafen. Wird nicht mehr langweilig. Und man muss definitiv sagen, Rio macht es hier super, weil es jetzt echt ein Tag ist, wo wir hauptsächlich im Auto sind bei dem Wetter. Und er hat jetzt bestimmt die letzten 5 Stunden einfach geschlafen. Und sonst merkt man ja doch, dass er sehr aufgeregt ist und manchmal einfach das Spielen braucht. Er ist ja doch... Er ist noch, unter einem Jahr und er braucht definitiv seine Spielzeiten, aber er hat auch die guten Tage, wo er sich wirklich erwachsen benimmt, so wie heute. Gott sei Dank. Und wir hoffen, dass er erst raus will, wenn es aufgehört hat zu regnen. Ich glaube nicht, dass es aufgeht. Und nicht an unsere Chipspackung, wo wir heute so gesündigt haben. Weil er echt, also eigentlich das gehen wir immer vor dem Futter. Aber das haben wir jetzt, also wir sind heute Mittag das letzte Mal gegangen. Okay, oh nein, er muss raus. Jetzt können wir Flieflaflu machen. Oh Mist. Dein Vorschlag. Ich gehe schon, aber wir machen es aus Prinzip. Flieflaflu. Drei aus ein. Einer aus drei. Nee, bester aus drei. Flieflaflu. Ja, nee. Wir gehen jetzt mit ihm. Ach, wir? Wie man sieht, er wird unruhig. Ja, ich gehe jetzt mit ihm. Ich gehe jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Na komm, schnell, 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 komm raus. Komm, komm, schnell. Wer sich jetzt fragt, ob unser Auto mittlerweile dicht ist, können wir ein klares Jein sagen. Hinten die Stelle unter der Arbeitsfläche, da ist es aktuell trocken, Gott sei Dank. Dafür ist es hier noch immer undicht, im Eck von der Schiebetür, also vom Fenster zur Schiebetür.
müssen wir auf jeden Fall in Deutschland dann nochmal die Dichtung neu machen oder ausbessern. Und hinten bei dem hinteren Plexiglasfenster an der Seite haben wir auch gesehen, dass unten der Übergang ganz minimal undicht ist. Und beim Fahren kommt es vorne auch nochmal rein. Aber das haben wir ja damals schon gesagt, dass wir das in Deutschland nochmal ganz machen. Da muss ich das ganze Armaturenbrett ausbauen, dass man da richtig schön rankommt. Und deshalb haben wir das jetzt nicht unterwegs gemacht. Genau, hier kommt es rein in der Ecke. Die Sarah ist wieder da und der Hund wird abgetrocknet, bzw. abgefangen. Ja? Komm rein! Hopp, 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 hopp! Oh mein Gott, ist der nass. Was hast du mit ihm gemacht? Oh, ich glaube, ich bin überall nass. Ich glaube, es ist durch die Regenjacke gekommen. Was? Ja. Geh schon mal den Hund an. Ja, ich weiß, der hat sich gerade draußen schon geschüttelt. Draußen geschüttelt? Oh mein Gott. Willst du durch? Nee, ich kann ja nicht erst Schuhe ausziehen. Da hinten das Eck ist trocken. Ja, das ist schon mal gut. Warte, nein, 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 Rio, nicht hochhüpfen. Nee, der darf auch, glaube ich, erstmal nicht hoch. Ich darf auch nicht hoch. Ich werde den nicht trocken kriegen, gell? Nee, aber der soll, wenn sein, oder die orangene Decke, ich glaube, ich kann nichts anfassen. Ich glaube, ich brauche ein nacktes Handtuch. Ja, ich habe das andere Handtuch, da ist die Kamera drauf. Ah ja? Du kannst auch, achso. Ich kann mich nicht bewegen, ich tropfe. Sie ist nass. Ja, könntest du mir bitte das Handtuch geben, statt zu filmen? Okay, ich habe jetzt meine dickste Jacke, die ich anhatte, nass gemacht. Meine Hose ist... Beziehungsweise die Regenjacke. Geringer, ja, ist durch meine Regenjacke wirklich durchgekommen anscheinend. Ich frage mich zwar, wie, aber naja, vielleicht kommt sie ja doch in die Jahre. Ja, und meine Hose ist auch, würde ich sagen, ein wenig nass. Und man kann übrigens den Weg nicht mehr hinten laufen, weil Tobi meinte, es sind schöne Wiesen, aber es sind so große Pfützen, dass du schauen musst, wo du hintrittst. Ja. Und wir können die Standheizung nicht anmachen. Weil wir keine Batterie haben. Gerade ist wirklich so ein Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr habe, weil ja, wir können eigentlich nichts machen. Ja, doch, wir können ein Buch lesen. So viele Bücher haben wir nicht, wie wir lesen könnten. Mein Kindle ist leer. Wir können nicht laden. Und der Kameraakku zeigt auch schon, dass er. Mein Kameraakku zeigt auch schon, dass er leer ist. Ja, das geht nicht. Also ich bin froh, dass mein Handy noch ein bisschen laden kann, aber es wird auch nicht mehr lang gehen. Ja. Manchmal macht das sogenannte Vanlife richtig Spaß. Wir haben uns entschieden und zwar treten wir jetzt wirklich die Heimreise an. Zwar ist es gerade stabil, aber ja. Es ändert sich gleich wieder. Sind heute aufgewacht. Mit Sonnenschein. Und viel Wasser im Auto. Jetzt, dann sind wir losgefahren mit der Sonne, sind ausgestiegen, alles bewölkt und wieder relativ kühl. Ja. Und ja, genau, somit ist Schweden dann eigentlich für uns so beendet. Genau, und wenn wir uns jetzt so entscheiden, dann haben wir jetzt auch viel Zeit noch mit meinem Papa, bevor er dann eben auf die Kur geht. Wir sehen noch Familie, Freunde ein bisschen länger, haben Zeit, das Auto weiter vorzubereiten. Ja. Ja, so der Plan. Und ich glaube, die eine Woche wird uns hinten raus sehr, sehr gut tun, dass wir die haben. Ja. Weil das Auto wird ja, also wir bringen es schon Anfang September zur Fähre, sage ich schon, zum Hafen, damit es verschifft wird. Und das heißt, wir haben sowieso nur 4 bis 5 Wochen. Und jetzt diese eine Woche, wir haben einiges zu tun und die können wir gut gebrauchen. Definitiv. Und deswegen gibt es jetzt noch zum Frühstück ein Zimt. Die Zimtschnecken. Die Zimtschnecke zum Abschied. Und Kaffee. Und damit beschließen wir den Schweden-Vlog. Und damit und sehen uns bei der Europareise. Stimmt, die Europareise ist eigentlich dann auch zu Ende.